Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr die Froschparade sehen. Das sind aus Papier, aus selbst bemaltem Papier, ein paar Frösche geworden. Das ist das Papier, das ihr schon kennt. Das habe ich schon gemacht und eingestellt. Und aus dem habe ich dann diese Frösche gemacht. Diese beiden. Und aus dem anderen Papier, das wir im vorigen Video kam, habe ich diese Frösche gemacht. Also da könnt ihr alles Mögliche draus machen, nicht nur Frösche. Ich habe noch ein paar Ideen, die ich dann auch euch zeigen werde, wenn es soweit ist. Und ja, bleibt gespannt. Ja, in meinem Kopf, da rattert es wieder. Ich habe euch auch diese einfache Vorlage noch abfotografiert. Die könnt ihr dann auch ausschneiden, so groß und klein machen, wie ihr wollt. Ich habe hier auch etwas mehr eingeschnitten. Seht ihr hier? Habe ich mehr eingeschnitten und hier. Und dann kann man das noch mal anders ja, gestalten, den Frosch, und anders ja, sich hinsetzen lassen. Das ist natürlich euch überlassen, wie ihr das mögt. Dieser ist hier nicht eingeschnitten und den kann man aber auch sehr gut so biegen, dass das eben passt. Das Papier ist dafür sehr gut geeignet, weil es relativ fest ist und auch durch die vielen Schichten von dem, wie heißt es gleich wieder? Ich sag's euch gleich, dem Binder jetzt. Mit den vielen Schichten von den Bindern wird es nochmal stabiler. Zuerst dachte ich mir, ich mache das nochmal mit der Resin, dass ich das noch überziehe, aber dann wird es ja fest. Und so kann man die dann doch mal in einen Briefumschlag tun und als kleines Geschenk verschicken. Das andere müsste man wieder richtig gut einpacken, dass dann nichts passiert. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, wie diese kleine Froschgalerie entstanden ist. Und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und jetzt geht's los. So, hier seht ihr mal den skizzierten, ja, den Entwurf letztendlich, die Skizze, und hier ausgeschnitten. Hier seht ihr schon, dass ich so ein paar Sachen noch verändert habe, also gleichmäßiger gemacht habe. Hier ist jetzt das Papier, das wir letztes Mal gemacht haben, also dass ich letztes Mal gemacht habe, was ich euch gezeigt habe. Und ich mache mir jetzt einfach, es hat sich da auch so ergeben, dass mir die Stellen an den Ecken am besten gefallen haben. So, jetzt hole ich euch noch mal her. Und ich umrande das Ganze jetzt erstmal, also die Schablone, und mache mir das erstmal grob raus. Das Papier fasst sich auch total gut an, also es ist schon toll. Gefällt mir sehr. Mal sehen, was mir da so noch alles einfällt. Eine Menge, denke ich mal. So, habe ich noch hinten gesehen, ob das hinten vielleicht schöner wäre, wie auch immer, aber das kann man immer noch umdrehen, wenn einem das hintere Muster besser gefällt. So, und dann habe ich mich entschlossen, bei dem vorherigen ja, Papier, das ich für die Libellen vorbereitet hatte, mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht da noch zwei so kleine Frösche rausschneiden? Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Also insgesamt werden es 6 Frösche von jeder Farbe eins. Hier seht ihr das. Und da könnt ihr euch natürlich auch noch aussuchen, welche Seite euch besser gefällt. Macht es so, wie euch das einfach wirklich gut tut und wie es euch gefällt. Hier ist es jetzt so, dass ich wirklich die Farbflächen nehme, die eben da automatisch entstanden sind. Wie bei den Libellen eben auch. Ich umrande das jetzt erstmal mit den wasserfesten Feinliner. Und dann ergeben sich da wunderschöne Muster. Also ich bin immer begeistert, was sich da
alles ergibt, was daraus entsteht, das hätte man wahrscheinlich nicht hinbekommen, wenn man das so geplant hätte. Also meiner Meinung nach. Gut, außer man hat natürlich die Vorlage, dass man das praktisch abfotografiert, dann das selber auf dem Drucker ausdruckt, sodass wirklich jedes Blatt gleich wird, sodass man das so einigermaßen gleich drauf machen kann, den Frosch drauf skizzieren und dann eben ausschneidet. Das ist natürlich auch oder wäre noch eine Möglichkeit, habe ich aber jetzt nicht. Ich habe natürlich das abfotografiert, dieses Blatt, weil es ja auch richtig schön geworden ist, könnte man machen. Aber ja, in dem Fall ist es eben das Original und auch nur einmal dann. Den Frosch gibt es nur einmal. So. Und so entsteht eins nach dem anderen. Fast von selber, vielmehr. Es ist, entsteht von selber. Da braucht man gar nicht viel nachdenken. So, nächste. Und hier seht ihr noch die Bleistift Ränder, aber das ist nicht tragisch, weil zum Schluss inke ich das Ganze noch und dann sieht man es sowieso nicht mehr. Man kann es natürlich auch wegradieren, wer es so machen will. Ja, ich habe es einfach so mal so gelassen und dann war es auch wirklich weg. So. Das sind doch tolle Farben, oder? Also dieses Blatt gefällt mir schon sehr. Ich schätze, da werde ich noch ein paar machen und dann habe ich immer was zu verschenken. So Kleinigkeiten sind einfach schon toll und wie ich eingangs schon gesagt habe, diese Frösche habe ich jetzt nicht mit Resin überzogen, weil man die dann eben auch sehr gut in einen kleinen Brief mit reingeben kann. So als kleines Zuckerl, so als kleines Geschenk dazu. Tja, so Kleinigkeiten finde ich immer recht schön, wenn man bekommt. Vor allem, wenn sie dann eben auch handgemacht sind. So, und hier habe ich jetzt mir mein altes Holzbrett hergerichtet und schneide jetzt mit dem Cutter noch die Arme und die Beine noch etwas ein, sodass ich das noch anders dann hier noch biegen kann und in Form bringen kann. Und dann mache ich hier Augen drauf mit den Unipol Signum, mit dem Weißen. Lasst es aber sehr, sehr gut trocknen. Das ist ganz wichtig. Mittlerweile habe ich das Skalpell gefunden. Yeah, ich habe es sogar noch sehr gut aufgeräumt. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Wenn ich mir denke, das räumst du besonders gut weg, damit du es ja wieder findest, da hast du kein Problem, das wieder zu finden, finde ich es garantiert nicht. Dann dauert es wieder ganze Zeit und wenn ich es dann nicht brauche oder nicht mehr brauche, dann finde ich es. Ja, weiß auch nicht. Auf alle Fälle, ich hab's wieder. Beim nächsten Mal wird das Skalpell wieder hervorgezogen, weil das ist nämlich viel, viel besser. Kann man viel schöner einschneiden als ja mit dem Cutter. Das ist ganz was anderes. Hier mache ich mir jetzt die Augen. Die dürfen auch etwas dicker sein. Also nehmt den wasserfesten Feinliner, aber ihr habt sicherlich einen mit einer Pinselspitze. Und da kann man nämlich das noch viel besser machen, viel besser drauf malen auf den Unipol Signum. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich ob ich da noch Muster drauf mache. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden, weil die Muster ja so schön sind von dem Spiritus, dass ich das eigentlich nicht zerstören wollte. Kann man natürlich auch machen, ja, jeder wie er mag. Also, die Augen sind jetzt soweit fertig. Zum Ausschneiden, wenn ihr das Skalpell nehmt, ist es, glaube ich, noch schöner, das Papier zu schneiden als mit der Schere.
mal so nur so am Rande noch. Hier habe ich eben jetzt gedacht, Gold passt wunderbar dazu und da umrande ich das Ganze einfach nur. Und ich finde es schon ganz gut. Also so ist es recht schön. Ich lasse das jetzt 4-mal schneller laufen, also das ganze Video. Wenn ihr wissen wollt, wie lange ich gebraucht habe, also mal 4 bitte. Und noch ein bisschen Trockenzeit dazu. Also das hat schon etwas Arbeit gemacht, aber das macht nichts. Dann lohnt sich's eben. So, hier habe ich jetzt einen silbernen Uniball Signum. Und da kann man das natürlich wunderbar machen. Also ich liebe ja die Stifte. Und die funktionieren auch richtig gut. Ich habe jetzt auch wieder einen weißen, der richtig gut ist. So. Wirklich nur so einen Rahmen schaffen. Passt auf, dass ihr das nicht verschmiert. So, Augen machen. Und dann mit dem Lila, weil ja das eher lila ist. Also mach mal lila. Also ich bin da Ton in Ton geblieben, letztendlich. Aber auch das könnt ihr ganz anders machen. Ihr könnt es auch in Gold, in Silber, in alles, was euch gefällt, machen. Also macht es wirklich so, wie es euch passt, wie es euch gefällt, wie es euch in die Finger fließt. Auf was ihr einfach Lust und Laune habt. Es muss Spaß machen und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch, ja, mir geht es oft so, wenn ich dann das verschenken will, dann habe ich meist jemand im Kopf und dementsprechend gestalte ich diese Sachen dann auch. Das war jetzt in Blau, die Augen, und da habe ich dann festgestellt, ups, gefällt mir jetzt nicht so unbedingt. Also habe ich den Rahmen jetzt, den Rand mit dem Grün gemacht, das seht ihr. Immer gut aufpassen, dass ihr das nicht verwischt. So. Und jetzt mache ich den Rand von den Augen auch noch in dem Grün. Und jetzt geht's los, die zu knicken. Und ihr seht, ich knicke die Vorderbeine etwas nach vorne. Ich mache den ganzen Körper etwas runder. Ja. Und drehe und knicke so lang, bis mir gefällt. Und das Papier hält es wunderbar aus. Also da braucht ihr euch gar keinen Kopf machen. Das Papier hält es wirklich aus. Ja, hier diese ink ich jetzt noch. Die brauchen das auch noch, finde ich. Ohne dem wären es nicht so schön. Ja. Seht ihr jetzt nicht so gut. Könnt ihr nicht beobachten, bin aus dem Bild rausgerutscht. Aber jetzt seht ihr den. Den habe ich oben und unten geinkt, also nicht nur eine Seite, sondern unten und oben. Ja, und gleich sind sie fertig. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Detailansichten bei der Froschparade. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!